Ich bin Benjamin Gleitz, 22 Jahre alt, Notfallsanitäter bei der Stadt Lübeck seit 2019. Ich fahre hier Rettungswagen und das Notarzteinsatzfahrzeug und bin dann quasi der Verantwortliche auf dem Rettungswagen in der medizinischen Versorgung. Um Notfallsanitäter zu werden, sollte man eine gewisse Teamfähigkeit mitbringen, man braucht einen gewissen Ehrgeiz und man braucht eine gewisse mentale Stärke, um in Stresssituationen einen kühlen Kopf zu bewahren. Die größte Herausforderung im Rettungsdienst ist es, sich spontan auf Situationen anzupassen, die vielleicht ganz anders sind als das gemeldete Bild und in dem Moment, gerade wenn es richtig stressig wird, eine richtige Entscheidung zu treffen. In meiner Freizeit bin ich als Rettungsschwimmer am Timmendorfer Strand aktiv und bin dort vor Ort als Bootsführer eingesetzt zum Beispiel oder auch eben in dem medizinischen Bereich. Ich bin Emily Mainz, bin 26 Jahre alt und arbeite bei der Berufsfeuerwehr in Lübeck. Am meisten an meinem Beruf und an der Ausbildung begeistert mich diese unglaubliche Vielfalt von Arbeitseinsätzen. Es sind so viele Bereiche, in denen man fit sein muss und in denen man sich einbringen kann und jeder hat irgendwo sein Spezialgebiet. Wenn ich so eine großen Löschfahrzeuge fahre, ist es schon ein besonderes Gefühl. Alles ist größer, man sieht wesentlich mehr, man ist schon stolz darauf, sowas fahren zu können. Besonders toll finde ich auch, dass die Gemeinschaft bei uns so groß geschrieben wird. Das bedeutet, wir kochen auch zusammen und verbringen dementsprechend auch nochmal außerhalb des Einsatzes sehr, sehr viel Zeit miteinander. Das ist wie eine Familie. Eine große Leidenschaft von mir ist das Klettern geworden, was ich hier in der Kletterhalle mit meinem Freund betreibe. Beim Klettern ist das Positive, dass man sich wirklich nur auf das konzentriert, was man da tut und nicht, was im Arbeitsalltag jetzt passiert ist oder was einen beschäftigt, vielleicht auch belastet. Nach meiner Ausbildung habe ich viele Möglichkeiten, mich weiterzubilden. Ich kann mich als Taucher, als Notfallsanitäter, als Leitstellendisponent oder als Sonderfahrzeugmaschinist ausbilden lassen.